Heute zeigen wir Ihnen, wie wir kontaktlosen Sport hier in Duisburg durchführen können in Corona-Zeiten. Wir, das sind Sarah und Lucy und der Stadtsportbund Duisburg. Wir kommen individuell zum Sport, also die typischen Fahrgemeinschaften oder das Abholen von Freunden und gemeinsam sich auf den Weg machen zum Sport entfällt. Wir treffen uns vor der Sportanlage und ziehen dort den Mundschutz auf. Natürlich halten wir dort auch sofort den Abstand, 1,50 Meter Mindestabstand, und auch auf dem Weg in die Sporthalle halten wir diesen Abstand ein. Dort sind die entsprechenden Verhaltensregeln ausgehangen, sowohl Indoor als auch Outdoor. Die Desinfektion der Hände gehört jetzt zum Sportalltag. Jeder einzeln für sich intensiv die Handflächen, die Handinnenflächen und natürlich auch hier mit Abstand und Mundschutz. Die Umkleidekabinen sind abgeschlossen. Wir kommen also umgezogen zum Sport. Allerdings, und das ist natürlich das Gute, die Toiletten sind offen. Beim Sport organisiert der Übungsleiter, der Trainer die Abstände, legt die Sportmaterialien aus und zeigt so allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo sie ihren Sport betreiben können. Die Namenslisten werden geführt, entweder modern übers Handy oder mit Papier. Jeder bringt sein Handtuch, seine Getränke mit. Und dann kann's losgehen. Schönerweise ohne Mundschutz. Und so können wir unseren kontaktlosen Sport hier in Duisburg genießen. Handtücher werden natürlich nicht weitergegeben. Bei den weiteren Übungen, und wenn sie zum Beispiel sehr bewegungsintensiv sind, werden auch hier wieder die Sportorte festgelegt, die Abstände entsprechend groß gewählt, sodass auch bei diesen bewegungsintensiven Übungen auch mal 4 bis 5 Meter Abstand gewährleistet werden muss. Nach dem Sport werden die Sportmaterialien zusammengesucht. Das WC, da es ja offen ist, kann nochmal aufgesucht werden. Und am Ende werden die Sportmaterialien, gerade die kleinen Materialien, desinfiziert und mit entsprechenden Papierhandtüchern gesäubert. Papierhandtücher werden fachmännisch entsorgt und so können wir unseren Sport in Duisburg auch in Corona-Zeiten genießen.